Hey ho meine Lieben, zum neuen Video. Komm näher, mein Geburtstagskind. Ja, heute machen wir lecker frittiertes Buttermilchhähnchen. Teile. Oder Teile, ja. Ja. In der Fritteuse, das haben wir ja im letzten Video schon erwähnt, dass das Ding wieder abwandert. Ich bin momentan schon am Videos gucken, an Testberichte angucken. Was fummelst du mir am Hintern rum? Mach ich doch gar nicht. Nein, gar nicht. Nein. Um mir uns eine ordentliche zuzulegen. Das Teil heizt jetzt schon vor und sobald es fertig ist, sehen wir uns drüben in der kleinen, aber feinen Küche. Und dazu gibt es Pommes. Genau. Genau. Gut. Bisschen komisch der Anfang heute, aber egal. Tja, Leute, Übersicht, springen wir nach gestern. Da habe ich den Smokehouse Rub verwendet, aber ich glaube, ich habe dazu vergessen zu sagen, ihr könnt natürlich jeden anderen Rub nehmen, den ihr möchtet. Wir richten jetzt nur noch einen Teller mit Mehl her, tun noch ein bisschen was von dem Rub hinzumischen und ja, dann sehen wir uns mit den Hähnchen da unten. Oder ihr seht das Zeug dann. Heute ist der Wurm drin. Aber ich mache jetzt einfach weiter. Ihr seht es jetzt nachher dann gleich. Heute ist mal richtig der Wurm drin. Egal, ich mache weiter. Ich mache jetzt eiskalt weiter. So kann es auch gehen beim Videodreh. Ihr seht jetzt die Rückschau oder den Rückblick nach gestern, wo man das Hähnchen gewürzt hat und eingelegt hat in Buttermilch, und danach geht es dann auch hier gleich wieder weiter, wenn das Hähnchen aus dem Kühlschrank rausgeholt wird. Mehl haben wir dann schon mit dem Gewürz ein bisschen versetzt und genau da im Anschluss geht es weiter. Genau, mein Schatz. Gut, habe ich es jetzt richtig gemacht? Ja, alles richtig gemacht. Gut, bis gleich. Bis gleich. So ungefähr. Tja, hier der kleine Rückblick nach gestern und hier haben wir jetzt die Hähnchenteile, die werden jetzt gewürzt mit den Smokehouse Rub, wo wir damals vom Alex mitgenommen haben, ganz einfach drüber einmassieren. Also was haben wir denn hier? Ich glaube drei so Hähnchenkeulen, zwei Brustteile und ein paar Chicken Wings, genau. Das würze ich jetzt ganz einfach. Tu die Würze ein bisschen einmassieren und danach dann einfach nur mit Buttermilch überkippen, überschütten. Morgen werden die Dinger, bevor sie in die Fritte reinkommen, ich hoffe, dass das Ding das überlebt dann. Das haben wir ja im letzten Video gesehen, was das eigentlich für ein Klump ist. Aber jetzt haben wir das schon alles eingekauft und jetzt verwenden wir sie noch einmal. Einfach bloß einpudern, ein bisschen durchkneten. Und das war's dann schon. Also wir machen das sehr einfach. Und bevor die frittiert werden, kommen die nochmal in ein Mehlbad. Und das wird dann auch noch ein bisschen mit dem Rub versetzt. So, das war's schon wieder, Leute. Schauen, dass wir alles schön dann reinkriegen. Aber erst einmal Spüli machen. So. Auch wenn ich jetzt gleich nochmal hier rein fummeln muss. Ein Becher ist fast zu wenig. Zwei Becher ist eigentlich schon zu viel, aber es hilft nichts. Es soll alles schön untergetaucht sein. Spatzel, Klarsichtfolie brauchen wir dann noch. Einmal kurz umeinander wurschteln da drin. Dass das auch wirklich überall hinkommt.
Das sollte reichen. Und dann schön mit Glasichtfolie abdecken. Oh, gutes. Also Glasichtfolie hier drüber. Ja, dann kann man die abschneiden. Oder auch abreißen, wenn es einen nervt. So. Und so darf das Ganze bis morgen im Kühlschrank schlafen. Bis dann. Ja, da werden wir wieder. Unsere Buttermilch-Hähnchenteile. Abtropfen lassen. Dann ins Mehl. Mehl ist eben noch mit ein bisschen von dem Gewürz versetzt. Und dann versuche ich mal die ganzen Chicken Wings zu finden. Raus. Da die Fritteuse ja relativ klein ist, kann ich da leider nicht ganz so viel auf einmal reintun. Aber die nächste Fritteuse, Leute, die ist etwas größer. Da kommen wir aber dann im Fazit dazu, weil ich habe mir definitiv schon eine ausgesucht. Was haben wir hier? Ich suche noch einen Chicken Wing. Da ist noch einer. Weil ich weiß, dass die Chicken Wings die Mädels so gern haben. Deswegen mache ich die jetzt zuerst. Und dann sehen wir uns schon drüben an der Fritte. So. Was haben wir da dann noch alles? Brüstchen. Ja, das müsste man rein theoretisch schon in der zweiten Lage reinkriegen, alles. So. Da haben wir hier noch was neu. Ja, das wird für die zweite Runde. Schauen wir mal, ob ich noch... Ah, ein Chicken Wing habe ich noch gefunden. Den haben wir hier jetzt noch mit dazu. So. Gut. Leute, gehen wir rüber an die Fritte. Also bald eine Dreiviertelstunde ist genug zum Aufheizen. Ich drehe langsam durch, ich habe Hunger. Wie viel haben wir mittlerweile? Wir sind auf alle Fälle über 160 Grad. Eigentlich hätten wir 170 gewollt oder 100, nee, 190 hätten wir gewollt. Aber das gibt die blöde Fritte nicht her. So, dann schauen wir mal, wie viel wir von den Dingern jetzt hier überhaupt reinkriegen. Nicht viel. Ich befürchte fast, es werden drei Frittiergänge. Das ist mir jetzt wurscht, das stopfe ich da, lege ich da jetzt noch mit drauf. Ja, und dann mindestens 15 Minuten. 15 Minuten mindestens bei der Temperatur. So Leute, knapp 10 Minuten sind vergangen. Wir schauen jetzt einfach mal ganz kurz rein. Ich habe übrigens beide Fenster hier auf Durchzug. Ja, so schlecht schaut es ja gar nicht mal aus. Gut, weiter frittieren. Habt ihr es gesehen? Jawohl. So schlecht sehen sie nicht aus. Aber die Fritteuse wird nicht heiß genug. Nee, das gefällt mir nicht. So, eine Viertelstunde ist um.
Mich interessiert jetzt noch, wie viel Temperatur im Öl ist. Na komm schon, schneller, schneller. Ja, noch knapp. Noch knappe 160 Grad. Die sind definitiv fertig. Dann kann man die jetzt herausnehmen. Na. Also es funktioniert auch in der Fritteuse. Ganz davon mal abgesehen. Ja, und dann mache ich den Korb gleich wieder voll. Schauen wir mal, ob wir jetzt den ganzen Rest reinkriegen. Aber ich glaube fast nicht. Weil ein so Brustteil habe ich noch. Das machen wir dann im dritten Schwung. Ja, und wieder circa eine Viertelstunde. Ja, jetzt sind die Hähnchenteile doch tatsächlich die ersten schneller fertig als die Pommes im Backofen. Aber egal, ich nutze die Gelegenheit gleich mal für ein Probiererle. Lecker. Ha. Und immer noch verdammt heiß. Da wische ich jetzt mal was vom Hähnchen. Dann halt anders. Einmal frei. Also, zugeben muss ich, es funktioniert auch in der Billigfritte, die Temperatur nicht ganz so erreicht, wie man gern hätte. Aber alles Weitere nachher im Fazit. Ich mache jetzt die Hähnchenteile soweit fertig. Pommes sind ja dann auch gleich fertig. Dann tun wir die erste Ladung essen. Und danach die zweite Ladung und die dritte. Ja. Wir sehen uns nachher dann zusammen mit der Manu nochmal im Fazit. Ja Leute, kommen wir noch zum Fazit. Wie hat es dir geschmeckt? Lecker. Einfach nur lecker. Und knusprig, geschmacklich, war schon der richtige Oberhammer. Ja, kann ich mich nur anschließen. Geschmacklich hätte ich aber jetzt gesagt, man hätte sogar noch mehr würzen können. Ja, das könnte man, hätte man machen können. Hätte, wäre, wenn, hätte man können. Ja. So war es recht mild. Keine Schärfe drin. Gott sei Dank für mich. Nicht versalzen. Gar nichts. Also, es war gut, aber man hätte es noch besser machen können. Richtig. So gesagt. Ja, einfach in die Panade oder so ein bisschen noch mehr Würze rein. Wie ich es am Anfang gesagt hatte, man kann das Gewürz, jedes Gewürz seiner Wahl verwenden dazu. Es funktioniert auch in der Billigfritte, aber die wandert definitiv zurück, weil ich warte nicht nochmal eine Dreiviertelstunde, bis man überhaupt irgendwas in die Fritteuse reintun kann. Nein, das ist ein Witz. Ist ein Witz, geht schon wieder los. Ist ein Witz und die Kamera steht schief. Mann, heute geht mal alles auf den Senkel. Ja, ausgesucht habe ich mir eine Tefal Oil Filtermaschine. Ach, keine Ahnung, 8040 heißt die, glaube ich, von Tefal. Das wird dann unsere Fritteuse definitiv werden. Ist ein geiles Gerät, dauert halt noch ein bisschen. Aber wenn man es genau nimmt, kostet die gerade mal ein bisschen mehr als doppelt so viel wie die Billigmaschine.
kauft euch eine anständige Fritteuse, wenn ihr das vorhabt, und kein so Billigzeug. Nee, also, damit hat man einfach keinen Spaß. Nein. Ergebnis wird zwar, ja, aber es dauert. Ja. Es dauert, das stimmt ja. Ja. Essen war definitiv lecker. Ja. Gut, in diesem Sinne habe ich zu dem Video jetzt eigentlich nichts mehr dazu zu sagen. Leute, doch, eins habe ich noch. Frittieren kann man immer wieder mal machen, aber nicht dauernd und jeden Tag, dann geht es auf die Gesundheit, aber so ab und zu ist es vollkommen in Ordnung. Jo. Ja, in dem Sinne, bis irgendwann das nächste Frittiervideo, das kann jetzt eine Weile dauern, wir schauen, dass wir andere leckere Sachen machen. Richtig. Jo. In dem Sinne, Däumchen nach oben. Tschüss. Und Tschaikowski, bis zum nächsten Mal.